Nordmeer geleiten. Unter dem kalten blauen Himmel treiben die weißen Schollen. Leichte Seestreitkräfte und Flugzeuge schützen den deutschen Verband. Alarm! Artilleriekampf mit sowjetischen Küstengeschützen. Der deutsche Geleitzug nebelt sich ein. Hindernisrennen auf einem Sportfest deutscher Soldaten hinter der Front. Die Strecke lässt an Hindernissen nichts zu wünschen übrig. Dann schwimmen wir schon lieber. Das letzte Hindernis ist genommen. Das lohnt die Anstrengung. Landschaften des Krieges. Karpatenpass in der Morgendämmerung. Die Morgennebel liegen noch im Tal, als die Truppe sich zum Aufbruch fertig macht. Es ist ein Hundewetter. Waldbrand an der Westfront nach einem Fliegerangriff. Antlitz einer zerstörten Stadt. Volle Deckung, Tiefangriff. Italienische Kriegslandschaft. Vierlingsblatt in der Abwehr eines Tiefliegerangriffs. Pelz- und Wintersachensammlung für unsere Soldaten im Osten.
wurde zu einem einzigartigen Bekenntnis der Verbundenheit zwischen Front und Heimat. Schon in den ersten Tagen übertrafen die Sammelergebnisse in Stadt und Land die kühnsten Erwartungen. Hier die Sammlung in einem oberbayerischen Dorf. Für unsere Soldaten ist das Beste aus Wäsche- und Kleiderschrank gerade gut genug. An den letzten Tagen der Sammlung drängen sich vor den Annahmestellen die Gebefreudigen, um ihre Spenden abzuliefern. Das sind die angeblichen Revolten, von denen die jüdisch-angelsächsischen Meinungsmacher in den Feindstaaten faselten. Ansammlungen Gebefreudiger, die vor den Sammelstellen anstehen müssen. Leid? So einen schönen Feld? Oh, ist das warm da drin. Das ist selbstverständlich. Für unsere Jungs draußen. Ja, da ist ja sowas richtig. Warten wir noch mal. Na, der wird sich aber freuen, wenn der die Tasche mal. Gibt er gern noch die Skier ab? Ja, sehr sogar. Na, das ist aber fein. Und die Schwester gibt auch ihre Skier ab? Na, sowas Nettes. Da werden sich aber unsere Soldaten freuen. Sogar, schöne sogar. Die sind ja fast neu noch. Auch Christel Kranz, die deutsche Olympiasiegerin und vielfache Weltmeisterin, gibt ihre Ski ab. Überall türmen sich die Spenden. Die Räume sind fast zu klein, um solche Mengen zu fassen. Die Ortsgruppen der Partei haben Näh-, Flick- und Strickstuben eingerichtet, in denen bis in die tiefe Nacht hinein Hochbetrieb herrscht. Die eingegangenen Woll- und Pelzsachen werden hier gesichtet und, wenn notwendig, sofort ausgebessert. Aus Damenmänteln und einzelnen Pelzstücken werden in wenigen Stunden wärmende Pelzwesten. Erste Anprobe. Schon in den Sammelstellen werden die einzelnen Stücke nach Art und Größe geordnet und sofort transportfertig verpackt. Eine vorbildliche Organisation sorgt dafür, dass kein Paar Pulswärmer, keine Decke, keine Ski unnötig lange liegen bleiben. Transport zu den Bahnhöfen. Thank you.
So konnten schon wenige Tage nach Beginn der Sammlung die ersten Waggons mit warmen Pelz- und Wollsachen nach dem Osten rollen. Die Heimat folgte freudig und einsatzbereit dem Aufruf des Führers. Sie tat, was sie überhaupt nur tun konnte und bewies damit vor aller Welt aufs Neue, dass die Volksgemeinschaft im nationalsozialistischen Deutschland kein leerer Begriff ist. Die Sammlung wurde unterdessen wegen der riesigen Beteiligung, bei der noch eine Unzahl von Pelz- und Wollsachen nicht erfasst werden konnte, um 8 Tage verlängert. Sie erbrachte in den ersten 7,5 Tagen weit mehr als 32 Millionen Stück verschiedenster Art. Darunter befinden sich, um nur einiges herauszugreifen, über 1,5 Millionen Pelze, Pelzwesten und andere Pelzbekleidungsstücke, über 3 Millionen Unterjacken, Pullover und Wollwesten, annähernd 4 Millionen Schals, fast 2¼ Millionen Paar Handschuhe, etwa 4 Millionen Paar Pulswärmer und weit über 5 Millionen Paar Strümpfe und Socken. In verschiedenen größeren Städten wurden bereits an die zur Ostfront abfahrenden Truppenverbände auf den Bahnhöfen Winterausrüstungsgegenstände aus der Sammlung abgegeben. Wie sieht aus, was? Wie hat Heimat mit? Wie hat Eskimo, was? Nee, zum Einkreis ist es. Zum Einkreis ist es, aber Warmelze, mein Herr, Warmelze. Hallo. Na was? Guck mal, Warmelze. Moment, der macht einfach nichts hier. Vielleicht mal jetzt. Hä? Na, 100 Mann? Ja? Ja, welcher hier, was? Ah, liebes Problem. Ich bin ja verrückt. Was steht denn hier? Ja, stehst du in finsterer Mitternacht und hältst hier Deutschlands Grenzen wach. Mein lieber Soldat, der du nun steckest drin, verflugst mir mit der Spenderin, ob es der Schaf recht weich und wollig, dir dein Fell wärmt, wirklich mollig, so anständig. Na, wenn die Frau so mollig ist wie wenn die Frau so mollig ist wie die Felsweste, na, Annemarie, na, na, die Sache geht steht. Nach Friedensende bin ich da. Auch das sind wärmende Wintersachen. Bevor es nach vorn geht, wird noch einmal getankt. Schneepflüge zur Säuberung der Rollbahnen. Deutschlands Versorgung mit Düngemitteln ist durch die Großtaten unserer Chemiker gesichert. In diesem gigantischen Werk werden Düngemittel auf künstlichem Wege hergestellt. Kohle wird eingefahren und mit Wasser und Luft vergast. Das Gas wird auf ca. 200 Atmosphären komprimiert und soweit gereinigt, dass nur Wasserstoff und Stickstoff übrig bleiben, die in Hochdrucköfen zu Ammoniak verbunden werden. Durch weitere chemische Prozesse gewinnt man schließlich eine Salzlösung. Diese wird verdampft, wie hier ein Blick durch das Schauglas zeigt. Das Salz kristallisiert und wird in riesige Lagerhäuser geschleudert. Bagger heben die Salzmengen, die sich 40 Meter hoch türmen, wieder empor und transportieren sie zu einem Sackkarussell, von dem der Dünger in die Eisenbahnzüge zum Abtransport gelangt.
den großen Schlachten im Westen werden nun die unzähligen Fahrzeuge, die an den Fluchtwegen des Gegners liegen blieben, auf großen Autofriedhöfen gesammelt und ausgeschlachtet. Die Kette der Autowracks reißt nicht ab. Allein auf diesem Platz kommen täglich 100 Wagen zur Verarbeitung. Ein Motor wird vom Chassis gehoben. Die Schrottmengen türmen sich zu hohen Bergen. Die Gummireifen werden besonders gestapelt. Verwundete spielen und turnen sich gesund, damit sie bald wieder in den Vollbesitz ihrer Kräfte kommen. Hier soll zum Beispiel die Steifheit der Fingerglieder nach Handverletzungen durch Kneten und Drehen eines kleinen Balles behoben werden. Putzstunde bei unseren motorisierten Truppen in Frankreich. Panzerabwehrkanonen werden gereinigt. Panzerschützen wissen das Gelände stets sehr gut auszunutzen, selbst wenn es nur um das Reinigen ihrer Waffen geht. Nach dem Bade werden die Panzerkampfwagen neu gespritzt. Der Fesselballon gilt neben allen anderen Beobachtungsmöglichkeiten auch heute noch als Auge der Artillerie, deren Feuer von dieser höchsten Warte aus planmäßig geleitet wird. Fertig zum Aufstieg. Langsam wird der Ballon aufgelassen. Der Beobachter ist in ständiger telefonischer Verbindung mit der Erde. Passieren auf einem Feindflug die aufgeblasene Konkurrenz.